So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir stehen jetzt hier, wo wir letztens aufgehört haben. Und rein ins Vergnügen. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Platz machen. Das ist die Zukunft, die euch erwartet. All die Menschen, die ihr retten wollt, die ihr kontrollieren wollt. Habt euch so gedacht. Mein Gott. Ach ja, jetzt kommen die Dicken. Ihr seid nicht dick? Och nö. Überhaupt nicht. Heim erschrocken. Der dunkle Wächter kommt und beschützt uns. Und alles Licht und Leben wird sterben. Was ist so da? Das Land gehört uns. Dunkelheit umgibt die ganze Welt. Ich sehe nichts. Ich bin geblendet. Ich bin blind. Schon gut, Walter. Ich bin da. Wir müssen raus. Schnell. Er ist da draußen. Wir müssen hier weg. Na komm, Walter. Dieses Land ist uns. Ihr hört das doch auch. Oder? Ich bin nicht verrückt. Ach ja. Na komm. Ich kann nicht sehen. Bringt mich ins Licht, bitte. Wir müssen hier weg! So, jetzt sind wir draußen gleich. Sind wir draußen? Entkommen! Ja, wir sind sicher. Was seht ihr? Wüste. Seid ihr noch da? Ich kann die Hitze und den Sand spüren, aber... Dieses Ding hat irgendwie alles Licht aus meinem Inneren geraubt.
Ich kann immer noch nichts sehen. Lasst mich nicht los. Nein, komm. Wir führen dich, alter Mann. Vorsicht! Vor euch sind Stufen. Gut. Alles klar. Ich bin nicht sicher. Ich weiß nicht, wie weit ich es schaffe. Seht ihr keine Spuren von Zivilisation? Da ist etwas in der Ferne. Sieht aus wie eine riesige Statue. Wie weit? Ein paar Stunden von hier entfernt. Halt, ich schaff das nicht. Doch, ihr schafft es. Kommt! Ich bin zu schwach. Lasst mich hier. Hört zu, ich kann nicht sehen. Ich kann kaum stehen. Ich halte euch nur auf und das wäre euer Tod. Ihr müsst ohne mich gehen. Ich bin doch nur Ballast für euch. Ruhe jetzt da hinten auf den billigen Plätzen. Hört auf, so zu reden. Wir werden es schon schaffen. Hört ihr mir jetzt zu? Lasst mich hier zurück. Das Ding hat auch euch geschwächt. Glaubt ihr, ich merke das nicht? Eure Aufgabe ist zu wichtig, als sie wegen mir aufs Spiel zu setzen. Ihr müsst jetzt ohne mich weiter. Ich lasse euch nicht hier. Ihr müsst. Ich kann nicht. Walter. Schon okay. Es kommt alles wieder in Ordnung. Ich komme zurück. Versprochen. Ich hole Hilfe. Ihr werdet mich stolz machen. Das weiß ich. Walter. Ja, dann ab hier. Ja, der bricht sich noch nicht mehr die Beine, wenn er runterspringt. Na. Wir rennen durch die Wüste und brauchen nichts zu trinken. Ich kann nicht sehen. Hilfe! Ich bin blind. Ich sehe nichts. Helft mir! Ihr überlasst euren Freund den Tod. Er ruft nach euch, während die Kinder sein Herz zum Himmel emportragen. Ich schaffe das jetzt nicht! Die Welt gehört uns. Wir vernichten alles Licht. Jeden letzten Atemzug aus jeder Kehle. Ihr das? Was ist passiert? Geht nicht mehr. Lasst uns hier nicht für immer und aber ihr seid auf Sand. Ihr wieselt langsam euch durch unsere Finger. Ich muss herausfinden, wie weit ihr seid. Kämpft! Er würde alles für euch tun. Jetzt hört niemand seine Schreie. Er verflucht euch. Er wird euch niemals vergeben.
Stärke verhielt. Wir spüren es. Na komm, hopp. Und schließlich waren nur ich und zwei andere übrig. Wir wichen in eine Höhle zurück. Aber sie folgten uns. Sie sprengten den Eingang. Schlossen uns ein. Wir waren 3 Tage dort. Kein Licht. Kein Essen. Nur 3 Männer. Wartend in der Dunkelheit. Das Licht in euren Augen beleidigt uns. Darum löscht es! Seid ihr blind? Seid ihr schon blind? Und nichts mehr da! Ihr seid weg! Alles weg! Dieses Land ist unser. Er lebt. Der andere ist sicher nicht weit weg. Macht ihr ein Nickerchen? Typisch Adel. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Walter! Keine Sorge, wir finden ihn. Ihr bleibt hier, mein Freund. Könnt ihr helfen? Dem Jungen geht es gut. Er ist stark. Wir müssen uns um den Älteren kümmern. Los. Durchhalten, Walter. Hallo, mein Junge. Ihr seid wach. Gut. Ich heiße Kaelin. Und ihr seid in Aurora. Ich muss euch sehr viel erzählen. Walter, wie geht es ihm? Er ist noch am Leben. Aber wir haben solche Fälle schon mal gesehen. Vielleicht können wir ihm helfen. Ist noch jemand da? Ich glaube, ich habe jemanden in der Wüste gesehen. Einen teuflisch gut aussehenden Soldaten namens Ben Finn? Noch nicht tot. Bitte, kommt mit mir. Keine Sorge, er ist unheimlich zäh. Er kommt durch. Wie schön, euch zu sehen. Als man mich aus dem Hafenbecken fischte und ihr nicht da wart, ich dachte schon, es wäre vorbei. Aber dann habe ich meinen Charme spielen lassen und einen Suchtrupp nach euch ausgeschickt. Kaelin musste nicht lange überredet werden. Wir sind unglücklich. Es wird Zeit, dass ihr unsere Stadt seht. Seid jetzt fertig mit Reden. Danke. Balverine, habe 50 getötet. Mit einem rostigen Entersäbel. Der Mond. Kaelin musste nicht lange mit einem großen Ballon dort. Fantastisch. Es regnet dort fast nie. Zauber. Kenne ich alle. Küche. Jedes jemals zubereitete Gericht habe ich gegessen. Erfindungen. Sind alle von mir. Ach, und ich habe dieses Buch geschrieben. Nicht beeindruckt? Das wärt ihr, wenn ihr wüsstet, dass ich Analphabet bin. Und gelähmt. Und blind. Ja,
Alles klar, Junge. Kaelin musste nicht lange überredet werden. Ja, dann machen wir auf das Ding. Willkommen in Aurora, Stadt der Albträume. Das war der Kriecher. Das Wesen, das ihr in den Wüstenhöhlen bekämpft habt. Seit 5 Jahren bringt er Dunkelheit und Tod. Die wenigen, die überlebt haben, kennen seither nichts als Angst. Wir wissen nie, wann er kommt. Und ohne eine Armee können wir die Kreatur und ihre Brut nicht bekämpfen. Selbst mit jemandem wie euch an unserer Seite. Ben Finn schwärmt sehr von euch. Aber es wollte uns schon einmal jemand retten. Bitte, seht euch ruhig um. Seht mit eigenen Augen. Dann reden wir weiter. Geht nur. Ich hab genug gesehen. Ich sehe nach Walt. Mach du mal auf. Ich kann nicht gerade. Irgendwas stimmt ja nicht. Die labern und labern in einer Tour hier bei mir. So, jetzt hab ich zwar weggedrückt, weil die nicht aufhören zu labern und labern. Aber jetzt können wir uns hier umsehen. Wie kommt die hierher, die Schrotflinte? Wo bist du denn da? Ich werde euch immer in Ehren halten, Vater. Ich werde eure Ratschläge befolgen. Mit der Stärke, die ihr mir gegeben habt. Und ich werde versuchen, unser Volk anzuführen, wie ihr. Ihr habt euch der Dunkelheit widersetzt und wart uns allen ein Vorbild. Euer Mut lebt in den Herzen der Auroraner weiter. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Eure euch liebende Tochter, Kaelin. Aha! Ich möchte mein Überleben hier schildern, in Gedenken an die Toten. Letzte Nacht kam der Kriecher wieder nach Aurora. Wir dachten, wir wären bereit. Wir dachten, wir wären sicher, aber niemand ist mehr sicher. Ich sah, wie meine Nachbarn von diesen Kreaturen aus ihren Häusern gezerrt wurden. Es ist ein Segen, dass sie nur in der Dunkelheit kommen. Und so konnte ich nicht sehen, was sie ihnen angetan haben. Ich hörte nur die Schreie und das Lachen des Kriechers. Dann kamen sie zu meinem Haus. Die Wände zitterten, der Boden bebte. Ich war sicher, dass mein Ende gekommen sei. Und so wäre es auch gekommen, wenn die Sonne nicht aufgegangen wäre. Wir sind nicht bereit für seine Rückkehr. Wir werden es nie sein. Wir werden nie sicher sein. Ich versuche, die Nacht zu vergessen, in der das Dunkel zum ersten Mal erschien. Damals waren wir ein anderes Volk. Wir kehrten bei Dämmerung in unsere Häuser zurück. Vom Hafen, mit dem, was uns das Meer gegeben hatte. Aus den Läden, wo wir Nahrung und Kleidung und Schmuck kauften und verkauften. Aus der Schenke, wo wir mit Freunden unsere Erfolge gefeiert und kleine Niederlagen betrauert hatten. Aus dem Tempel, in dem wir die Seele der Stadt pflegten. Ja. Wir waren ein anderes Volk und das werden wir nie vergessen. Ich höre immer noch seine Stimme. Der Kriecher,
und die Dunkelheit haben meine Eltern getötet. Meine beiden Brüder und ihre Frau. Mich nicht. Er genießt es, mich mit meinen Erinnerungen zu quälen. Er nimmt mich Feigling. Aber jetzt ist Schluss. Ich werde bei Tagesanbruch in die Wüste gehen und den Kriecher vernichten. Und meine Familie endlich wiedersehen. So, Entschuldigung, dass ich jetzt hier nicht rede. Aber ihr solltet ja das hören, was auf den Zetteln steht. So. Frau rennt hier natürlich durch wie so ein harter Flachter in der Kneipe. Hundis, jetzt seid mal bitte ruhig. Okay, jetzt sind wir ja Blumensammler. Ihr seid jetzt an einem besseren Ort, Liebling. Kein Ort kann so bedrohlich sein, wie unsere Stadt es geworden ist. Ich weiß, ihr wacht über mich. Na wunderbar. Ich höre im Schlaf eure Anwesenheit. Wart ihr in letzter Zeit im Unterschlupfladen? Tolles Let's Play! Willkommen. Ihr seid doch nicht mehr ein Zauber in der dänischen Bonne! Na klasse! Ihr seid echt bescheuert in den Nimm den anderen Spielstand kurz. Welchen anderen? Ja, schön. Das seht man mal hier einen Bug hier in dem Spiel. Dieses Rotzspiel. Hast du noch irgendwo einen anderen Spielstand? Da oben. Und schreie nicht rum. Entschuldigung, wenn ich mich gerade aufrege, aber das Spiel ist so lange draußen, da hätten sie ruhig mal die Bugs mal wegmachen können. Nein!
bestimmt noch nie eine. Willkommen. Der größte Kindergarten hier. Wo ist jetzt der andere drauf? Drunter. Könnte mal live miterleben. Wenn ich da drin hänge, dann lache ich mich tot. Ich lache mich tot. Du kannst ihn nicht beamen. Du musst die scheiß Missy beenden. Da hätte ich dir das scheiß Ding bloß nicht gezeigt, ja. Du musst daneben rinspringen. Ich weiß nicht, wieso du da mitten in dem Ding rinspringst. Ich bin hinter dir gesprungen. Ich bin direkt hinter dir drüber, Mädel. Schrei mich nicht an. Warte Wie man sieht, kann man hier gar nichts machen. Man kann hier nur noch hier rumspringen. Und dieses Scheißspiel in die Tonne treten. Ah, hallo. Ohne Speichern beenden. Die einzige Möglichkeit. Wenn du doch noch rauskommst, wenn es nicht gespeichert wird. Aha. Masaha. Meine Spiele habe ich. So, mir seht sie doch nicht. Thank you.
So, und das war's mit diesem Spiel. Ich verabschiede mich. Und lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Du kannst nicht beamen. Du musst diese Scheiß. Ich muss diese Scheiß-Quest erst beenden. Quatschen. Du kannst gar nichts machen, ich kann gar nichts machen. Da muss ich meine Spitze schon so weitermachen. Oh, so gut gehen. Den kann ich jetzt nicht mehr benutzen, den Spielstand. Ist erledigt. Und damit ist dieses Let's Play auch beendet. Danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.